Hallo Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute machen wir was ganz Leckeres, was Schnelles und was super Einfaches. Denn wie ihr wisst, lecker ist nicht gleich schwer. Heute machen wir zusammen Pasta, die Originale Carbonara. Wie das geht, was ihr dazu braucht, das seht ihr jetzt. Brauchen wir unser Salz, unser Pfeffer, unsere Nudeln, unser Eigelb, einen guten Speck, fangt mal gar nicht an mit irgendeinem Schinken, einen Speckbrummer. Sahne, Parmigiano, Basilikum und unser Olivenöl. Und bevor ich es vergesse, wir haben unser Wasser schon zum Kochen hingestellt. Also schneiden wir die Schwarte weg, weil die wollen wir nicht haben. Also wir persönlich nicht. Ich habe ihn einmal hier halbiert und jetzt halbieren wir ihn der Länge nach. Nochmal so. Und dann nehmen wir hier quer und machen so dicke Streifen ungefähr. So einen halben Zentimeter. So. Dass auch der schöne Geschmack rauskommt bei den Nudeln. Oh, was ist denn hier los? So, als nächstes vermischen wir unseren Käse, also unseren Parmigiano. Unsere Eier. Und unsere Sahne. Da werden sich jetzt viele streiten. Wir lieben es mit Sahne, darum machen wir es mit Sahne. Viele machen es ohne. Wie gesagt, wir machen es mit. Denn es soll ja auch schmecken. So. Übrigens, die ganzen Mengenangaben, die genauen, findet ihr in der Infobox. Wir geben unsere Nudeln dazu. So Freunde, dann geben wir unseren geilen Speck in die Pfanne. Sau schön anbrutzelt. Lassen den leicht anrösten. Freunde, schaut mal, wie geil das brutzelt. Es riecht einfach so heftig nach Speck. Ich liebe verbrannten Speck. Er muss verbrennen. So Freunde, bevor wir die Nudeln abschütten, klauen wir uns eine Kelle Nudelwasser, geben die nämlich später zu unserem Gericht dazu. Denn die Stärke der Nudeln macht das Gericht sensationell. Und das geht nicht nur bei Carbonara, sondern ungefähr bei jeder Pasta. Ich habe zwei Kellen. So Freunde, die abgeschütteten Nudeln geben wir in den Topf. Da wollen wir auch gleich unseren Speck dazu geben. Denn das Ganze muss abkühlen. Was ist los? Ja, das sind die Gummihandschuhe. Und dann immer dieser Daumen, das ist immer dasselbe, wenn ich brauche jetzt. So. Ja, das Ding ist ein bisschen schwer. Das Gusseisen. Boah, das riecht so heftig. Ich liebe einfach angebrannten Speck. Naja, auf jeden Fall, das Ganze muss abkühlen. Denn wenn wir nachher das Ei reingeben, unsere Eimasse soll es ja nicht gerinnen. Also alles schön runterkühlen. Das geht mir jetzt auch noch dazu. Das ist lecker. So, dann geben wir unser Nudelwasser dazu. Aber nicht alles. Wie gesagt, ich habe zwei Kellen. Das ist zu viel gewesen. So die Hälfte. Also eine Kelle reicht da immer. Rühren das um. Lass mal abkühlen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das Ei, die Eimasse reingeben. Ein Parmigiano-Masse. Also bis gleich. Meine. Wir haben jetzt gerade gemessen, ab 65 Grad gerinnt das Ei, wir haben jetzt 55, könnt ihr auch gerne machen, müsst ihr nicht, wenn es nicht mehr dampft, das reicht eigentlich. Wir geben jetzt unsere Ei-Parmesan-Masse rein. Ja, die Kinder hören wieder zu und sagen nein. Geben schön alles rein. Die andere Hand nehmen, vielleicht habe ich da mehr Gefühl. Aber so, schön umrühren. So Freunde, und jetzt geben wir ordentlich Pfeffer drüber. Ach, schau das ja.
So, Freunde, jetzt probieren wir das Ganze. Und danach richten wir es an. Na, da ist er. Auf euch, Freunde. Also, es schmeckt richtig krass. So, Freunde, Saskia hat es jetzt schön angerichtet. Einmal mit Pfeffer, Basilikum und Parmesan. Wenn euch das Video gefallen hat und ich euch sympathisch bin, lasst lieber da und ein Like. Am besten Fall ein Abo. Und wenn ihr das Ganze zu Hause nachgemacht habt, sagt mir unbedingt, wie es euch geschmeckt hat. Wir lieben es so. Ansonsten, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, Freunde.